Hallihallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Charaktervorstellung zum Flametoten Templar. Ja, der Flametoten Templar benutzt hauptsächlich den Angriff Flametoten natürlich, wie der Name schon sagt, oder auch ein bisschen Searing Bond, das ist so eine Schnur, die extrem viel Schaden macht zwischen Totems, und benutzt auch Flammably und Lightning Warp. Dann die Aura Clarity ist vor allem am Anfang sehr wichtig, weil der Flametoten extrem Mana frisst, vor allem wenn er so mehrfach verbunden ist mit Unterstützung, also Dinge, wie man hier sieht, ja, Support, genau. Das lag mir auf der Zunge. Okay, ich habe ihn so eigentlich geskillt, vor allem hier die Totem, zwei Sachen, Feuerschaden, hier hauptsächlich Elementarschaden, hier ein bisschen Rüstung und Life, hier oben nochmal Feuerschaden, die Dexterity unbedingt wegen den Greater Missiles, und hier werde ich dann Richtung Chaos Inoculation genau gehen, und ja, Keim natürlich, hier ein bisschen Nimbless, und eventuell gehe ich dann auf Auren oder ich gehe auf kritische Trefferchance, weil das haut so extrem rein. Wenn der Flametotem kritisch trifft, dann ruckelt der ganze Bildschirm, also so Erdbeben-Effekt und so, das ist richtig genial. Eventuell auch hier auf Max Master, damit ich zwei Flüche habe. Aber ja, da muss ich, weiß nicht, ich habe einen Cast on Crit irgendwo. Das ist cool, Curse on Hit. Irgendwo habe ich, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Das ist das Problem. Ich glaube, es ist sogar hier. Ja, hier ist da also Cast on Crit und mit dem die Flüche machen oder so. Aber das ist, weiß nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Ob es dann auch mit Toten funktioniert, aber ich glaube schon. Kann sein. Kann es sein, dass es Minions sind oder. Weiß jetzt nicht genau. Jo, hier habe ich noch eine Rüstung, die ich euch vorstellen möchte. Die gibt uns nochmals einen Toten zusätzlich. Dann haben wir drei Totems. Und wir können Sachen mit Spelltoten, wo hier drin sind, ausführen. Ohne den Spelltoten Game zu benutzen. Hier habe ich sonst noch Fire Damage Robbe. Ja. Ja, die anderen Sachen, zum Beispiel Death's Harp habe ich gefunden. Und ja. Diese Hammer habe ich jetzt schon zum 20. Mal gefunden. Ja, schauen wir die Stats an. Ja, hier ist natürlich nicht sehr interessant. Hier zum Beispiel fast 500 Damage pro Sekunde. Und ja, gute Cast Speed. Hier gutes Rarity. Quantity ist noch nicht so gut. Und die Defensive, ja, so normal eigentlich. Brauchen wir auch nicht oft zu oft. So, jetzt wollen wir mal den Flametoten Action zeigen. Ich kam jetzt sehr gut bis Cruel Akt 2, also Ende Akt 2. Und ja, bin gespannt, wie es in Merciless so geht. Eigentlich nur Flametoten casten die ganze Zeit. Die machen dann den Rest. Es ist sehr wichtig, dass ihr die Greater Missiles habt. Eigentlich ist der Totem Templar, also Flame Totem Templar, gut für Anfänger geeignet, aber am Anfang wird es ein bisschen happig. Da könnt ihr am besten mit. Oh, ich habe die Aura noch nicht an. Könnt ihr am besten mit Feuersturm die ganze Zeit angreifen, bis ihr Searing Bond habt, und Flametoten bekommt ihr danach auch irgendwann.
So, jetzt müssen wir aber ein bisschen Mana. Komm. So, jetzt geht er gut. So. Und wieder reinhaut. Das ist einfach gigantisch. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr overpowered. Ich hatte wirklich mit vielen Charakteren, die ich sehr zuversichtlich war und so, hatte ich hier keine Chance, weil mir die Items fehlten und so. Aber momentan, mit diesem Charakter geht es einfach nur sehr, sehr gut. Ich kann wirklich ohne Schaden zu erleiden durch diese Dungeons gehen. Also nur die Toten die ganze Zeit casten. Mehr auch nicht. So, hier gehen wir auf die Dexterity zuerst. Weil wir brauchen noch ein bisschen Dexterity für später die Great Missiles zu upgraden. Ah, die sind zu weit weg. Das ist das größte Problem eigentlich, diese. Sagt man den? Ja, vor allem Giftspucker. Ja, du musst den Toten angreifen, ich das schon dorthin setze. Also, diese Wahlruinen sind eigentlich das härteste, was im Totentempel passieren kann, bis mehr Ziele, also ja, ist eigentlich zu den Maps. Dominus war extrem einfach, auch Merville auf Cruel war extrem einfach. Und ich halte auch sehr viel aus, also ich habe 746 Leben. Und gute Ressi und gute Ressi. Also wird mir schon nichts passieren und euch wahrscheinlich danach nichts. Darum der Templer, weil er am Anfang einfach die zwei Toten braucht. Und auch die Rüstungsboni und Lifeboni einfach am besten sind beim Templer. Habe ich den Templer genommen und kann ganz easy auch den die Witch nehmen oder die Skyne. Fast durchrennen. Natürlich, ich habe sehr schlechte Items, aber sonst könnte man eigentlich hier richtig gut durchrennen. Wenn mal der Toten zu schnell down geht, könnt ihr immer noch zurückziehen kurz und immer wieder Toten aus der Entfernung casten. Aber das wird eigentlich nie passieren. Toten haben genug Leben durch die Bonis aus dem passiven Bau. So. Gestern habe ich erst den Livestream gemacht, also so kurz getestet, und da war ich noch ganz am Anfang. Also es geht extrem schnell. Ich habe auch noch nie gesehen, solche Pyramide, was es ist. Ein neues Element. Also, ich war hier sicher schon 200, 300 Mal und dieses Element kam jetzt noch nie. Interessant, was es also für Elemente gibt. Weiter finde ich den Eingang nicht zur zweiten Ebene. Thank you.
sieht aus wie der Ausgang. Einfach irgendwo anders. Also, dort wo das vorige Gebiet ist. Okay, dann müsste es hier unten sein. Ah, nicht rennen. Das Problem ist, der Tempel kann nicht um die Ecke, denn die Toten spawnen. Da läuft er manchmal um die Ecke, um dann zu spawnen. Aber muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. So, gehen wir hier runter. Nehmen die Flask mit. So, jetzt. Wahrscheinlich hat es ein bisschen geleckt. Der Server ist momentan nicht so stabil. Aber immerhin geht es normal und der Totentempel hat wirklich keine Desync-Probleme. Also könnt ihr wirklich zocken, ohne immer wieder zurückgewarbt zu werden oder Monster plötzlich vor euch auftauchen oder so. Das ist richtig praktisch. Und eben ist der perfekte Magic Fin Charakter. Also, ich habe jetzt eigentlich nur MF-Items an und überlebe sehr gut. Ich bin noch nie gestorben mit diesem Charakter. Also ich erinnere mich nicht daran, aber wahrscheinlich vielleicht am Anfang einmal oder so, weil ich zu schnell durchgerannt bin, aber sonst eigentlich stirbt man nicht. Also vor allem momentan steht man nicht mehr. Könnte ich gegen Dominus Merciless antreten und ich würde nicht sterben. Und ich kann den DPS ganz einfach erhöhen mit Flammably und ich habe noch Resistenz dafür Fire Penetration, genau. Also es ist eigentlich fast unmöglich, nicht den zu schaffen oder so. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Aber ihr seht es, die Totem machen alles. Ja. Also wenn sie eben unbesiegbar sind, wegen dem Totem des Gegners. Also den gegnerischen Ton. So, schön einheizen. Das nenne ich mal Flammenwerfer. Nicht so blöde Flammenwerfer aus Battlefield 4 oder so. Das ist ein Flammenwerfer. Da. Fünfmal. Bam. Der haut rein. Sperrig und schlecht. Ich habe schon genug gute Hammer. Darum kein Problem. So, damit es nicht ein bisschen zu langweilig wird, werde ich bis zum Boss vorspulen. Also, ja, nicht aufnehmen. Und ja, bis dann. Kurzen Moment. So, wir sind da. Machen ein TP auf. Und probieren mal ein bisschen zu kitzeln. Oder er kitzelt uns. Besser gesagt. Ah, da wird leicht. Nur das Leben nervt ein bisschen. Der hat extrem viel Leben. Aber wir verfluchen ihn ein bisschen und ja.
Sonst haben wir hier immer noch Hibernation auf Flame App. Ob es überhaupt funktioniert, aber ich glaube schon. Oh, jetzt geht das Mana aus. Ja, toll. Das haust du ab. So. Solange es den Laser nicht macht, ist das eigentlich sehr easy. Ja, und der ist schon da. Okay. Das blöde Telefon muss die ganze Zeit chillen. Ich werde nicht dran gehen. Ich kann mich machen. Scherz, es ist sowieso Werbung aus Italien oder so. Also kein Problem. Weil bei uns sind alles über Chat oder so verbunden. Wir brauchen das Telefonie. Okay. Ja, das war's eigentlich. Ich werde, sobald ich bei Dominus oder bei PT sogar schon bin, nochmals ein Video machen. Sei gespannt, wie ich mich dort ein bisschen verbessert habe. Und wir können die Boots jetzt anziehen. Cool. Jetzt haben wir noch mehr Quantity. Ein bisschen Reality verloren, aber mehr Quantity. Richtig gut. Jo, schauen wir kurz die Items noch an. Oh, der hat extrem viel Life recovered. Aber 9 Sekunden ist ein bisschen zu wenig. Zu viel. So, Schrott. Ja. Ja, ich hätte mindestens ein Unique gewünscht, aber in diesem Tempel wollte keins droppen. Dann, ja. Beim nächsten Tempel hoffentlich. So. Okay, haben wir das. Jo. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel.